Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Enter the Gungeon. Diesmal greifen wir uns die Jägerin, einfach weil ich Bock drauf habe, hier mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und ich möchte jetzt aber zuerst noch mal kurz in den Shop gehen und mal schauen. Ja, hier gibt es neue Sachen. Tada! Herzanhänger. Haben wir hier irgendwas für zwei? Briefkasten, eine Kiste. Kann es sein, dass die Sachen... Ist das jetzt Zufall oder werden die Sachen hier immer teurer? Gute Frage. Das letzte Video war ein bisschen kurz, ja. Das wird jetzt hier mal wieder ein bisschen länger, will ich mal hoffen. Mal schauen, wie es läuft. Wenn es halbwegs gut läuft, dann wird das Video auch ein bisschen länger. Zum einen, weil der Run länger dauert und ich auch mehr Bock drauf habe. Das kennt ihr bestimmt. Wenn ihr immer sterbt, dann habt ihr auch keinen Bock irgendwann mehr. Und ich will doch hier schon Videos machen mit halbwegs von guter Laune. Ja. Aber hin und wieder muss ich mich auch ärgern. Das gehört dazu. Und das ist halt so. So. Ja, wieder meine Freunde. Mann, du bist aber schnell umgefallen. Wieso bist du denn so schnell gestorben? Verstehe ich jetzt nicht. Oh, das war... Ja, an den kann man noch vorbeilaufen, aber das wird teilweise schon echt ganz schön knapp, wenn ich ehrlich bin. So, hier ist ein Kamin, da ist ein blaues Fass. Das ist doch schon mal super, aber wir schauen erst noch mal weiter. Mal schauen, was hier noch so kommt und mal sehen, was wir beim Händler kaufen können. Ja. Skelett muss dran glauben. So. Ja, du bist auch tot. Wunderbar. Ja, die schießen zweimal. Da muss man ein bisschen aufpassen. So, du bist auch schon Geschichte. Und ihr seid eigentlich auch kein Thema. Ich habe ja schon mal gesagt, ich konzentriere mich nicht so sehr aufs Zielen, ich konzentriere mich mehr aufs Ausweichen. Ja, ob das jetzt ein paar Schüsse länger dauert, einen Gegner zu erledigen oder nicht, ist eigentlich egal. Hauptsache, ich verliere keine Lebensenergie. Das ist doch wohl der Kern der Sache. Was haben wir hier? Ach, oh ja, ganz viele von diesen... Aber sie sind jetzt auch Geschichte. So, da ist noch so ein Typ. Da in der Mitte befindet sich nichts. Ein halbes Herz ist da noch. Und das blaue Fass. Hier ist schon der Boss. Was befindet sich denn noch hier oben? Da ist so ein AK-Typ. Der muss ganz schnell dran glauben. Da sind ganz viele AK-Typen. Oh nein. Bisher halte ich mich hier recht wacker. Oh nein, und dann noch zwei von denen. Ja, genau. Glaub ja nicht. Ich glaub ja nicht, Kollege. Ich glaube, ich muss mich erst um die AK-Typen kümmern. So. Ich traue den Wänden hier nicht. Also ganz ehrlich, wenn der seinen Angriff macht, da ist es manchmal echt schwer einzuschätzen. Geht euch das auch so oder geht das nur mir so? Ich hoffe doch, das geht euch auch so. Kann ich wenigstens sagen, das liegt nicht an mir. Ja. So, ganz schnell erledigen. Ich hier ein bisschen... ja, das war dumm, das war dumm. Okay, aber da ist ja noch ein halbes Herz. Und solange wir jetzt hier nicht mehr verlieren, ist das auch kein Thema. So, was haben wir denn hier? Einen Schlüssel könnten wir kaufen für 25. Was sind das hier noch für Sachen? Clownmaske mal wieder. Ja, ich weiß ungefähr, wie ich an die rankomme. Aber ich will das jetzt eigentlich nicht machen, weil sind diese Items für 9.999 Patronen eigentlich auch entsprechend gut? Besser gesagt imbar oder sind die einfach nur teuer? Ja...
will mir das auch nicht zu leicht machen, ganz ehrlich. Oh, eine Kiste ohne Schloss. Was haben wir denn hier? Ein Schlüssel und eine Gasmaske. Tief einatmen. Was steht denn da? Passiv. Verhindert Giftschaden. Ein nützlicher, wenn auch erschreckender Ausrüstungsgegenstand. Eine Größe für alle. Okay. Einfach gegen Giftschaden immun. Jetzt hätte ich gerne noch eine Siffkanone. Wenn das denn möglich wäre. Und... ja, hab mich nochmal treffen lassen. Das war... ach, das war auch schon wieder so total überflüssig. Echt mal. Oh, dich habe ich nicht gesehen. Okay, das... das nehme ich noch in Kauf. Also, da beschwere ich mich jetzt nicht drüber, weil ich habe ihn echt nicht gesehen. Und noch mehr Gegner. Shotgun-Fuzzis. So. Ach, verdammt. Und schon, da hat man einmal so einen Raum, wo es nicht so gut läuft. Und schon fehlen einem schon wieder anderthalb Herzen. So. Fehlt noch eins. Ich gehe jetzt erstmal, wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Ja, was haben wir denn hier? Da ist wieder so ein Shot. Oh, da ist auch so ein... ja, wie hätte ich dem denn jetzt ausweichen sollen? Ich hätte, ja, Ausweichrolle, aber ich habe das ja gar nicht gesehen. Also, ich habe den nicht gesehen. Hallo. Revolver-Typ. Oh, Rüstung. Rüstung kommt gelegen. Ja, toll. Jetzt haben wir hier alles aufgedeckt. Ah, was machen wir denn? Anderthalb Herzen. Das heißt, ich werde... wir haben zwei Schlüssel. Ich werde die Kisten öffnen. Ja, in Kerker gehen wir jetzt nicht. Weil mit anderthalb Herzen und einer Rüstung, ganz ehrlich, das wird doch nichts. Ein Schlüssel. Und... oh nein. Bullet, 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 Bullet am Arsch. Aber echt mal. Das ist... nee. Das ist eine ganz doofe Waffe. Haben wir hier noch einen Schlüssel. Oh Gott, was ist das? Annäherungsmine zum Platzieren benutzen. Die hatten wir auch noch nicht, oder? Die Mine explodiert, sobald sich ein Gegner nähert. Ah, ist halt die Frage, wie groß der Cooldown davon ist. Oder gehen wir jetzt doch noch in... Kerker? Könnt jetzt natürlich auch... ein Herz kaufen. Oder nichts. Ha, was machen wir denn? Ich würde sagen, ich kaufe das ganze Herz. Gehe auf Nummer sicher. Dann gehen wir zum Boss. Und hoffentlich wird das was. Armbrust ist, ja, ist ganz nett. So, jetzt kommen die Brüder wieder. Aber das Gute an der Armbrust ist, man muss sie nicht manuell aufladen. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ah, verdammt. Ich habe auch immer ein Timing, dann das nicht zu benutzen. Uah. Wo bist du? Oh Gott, beide hier zusammen, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Rollen. So, schießen. Armbrust ist doch gar nicht mal so übel. Ist schon ganz okay. Ja, vor allen Dingen, weil man sie nicht aufladen muss. Ist auch relativ genau, oder? Jetzt ist halt die Frage, ist diese Genauigkeit der Waffen... ach, verdammt. Das war unnötig.
abhängig von, also von den Fähigkeiten der Charaktere, oder sind einige Waffen halt genauer als andere, oder beides zusammen vielleicht auch, wenn ihr versteht, was ich meine. So, zwei davon. Was bist du denn? Rückenmark 47. Schon nervös? Fragezeichen. Schon nervös. Was haben wir denn hier? Eine Abscheulichkeit, aber zum Glück vollautomatisch, sage ich nur. Diese finstere Waffe wurde aus der Wirbelsäule eines toten Abenteurers und den Rahmen einer AK-47 hergestellt. Was verschießt du? Knochen? Was ist das? Ja, okay. So, wir haben 63 Patronen. Das heißt, wir können nochmal zum Händler. Und was hast du denn hier? Was war denn das hier? Ein Fass für 45. Ja, ich kaufe jetzt einfach mal das Fass, einfach um zu sehen, was kannst du denn? Ein Kinderspiel ist eine Waffe. Okay, ich dachte jetzt, das wäre irgendwie, keine Ahnung, halbautomatisch. Schusswaffen im Ganzen zu erwähnen, kann bereits seltsame Auswirkungen haben. Hierbei handelt es sich um eine alte englische Redewendung, die durch ständige Wiederholung körperliche Gestalt angenommen hat. Hinweis, Worte sind nicht die Muttersprache des Gungeons, daher kann es zu leichten Abweichungen kommen. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, das war jetzt ein bisschen Verschwendung. Wer weiß, wir können ja gleich mal hier schauen. Was zur Hölle? Verschießt du Fische? Alles klar. Ich glaube, ja, ich nehme erstmal das Fass und wir schauen gleich mal, wie viel Schaden das macht. Wie viel so ein toter Fisch an Schaden verursacht. Asterix und Obelix lassen grüßen. Oh nein, das war dumm. Und scheinbar stunt das auch so ein bisschen. Damit kann man bestimmt auch einen Kamin löschen, oder? Weil das sind Pfützen. Muss ich nur dran denken. So, was haben wir hier? Scharfschütze. Macht gar nicht mal so wenig Schaden, wie ich finde. Nein, geht weg. Ihr seid ganz blöd. Auf keinen Fall darunter geschubst werden. Wie viel sind das denn? Sind da noch welche gespawnt? Ach ja, genau, meine Freunde. Meine Freunde, ich nehme jetzt hier Rückenmark 47. Hat aber nicht gerade allzu viel Munition, leider. Was ist denn das da für ein Raum? Den will ich mir doch jetzt erstmal anschauen. Okay, ich bleib dann doch erstmal hier bei der Fasskanone, Fasspistole. Was seid ihr denn? Meine Güte, ich glaube, du gehörst in Behandlung, auf jeden Fall. Lieber nicht. Was hast du zu erzählen? Ja, dumme Sache. Wir müssen operieren. Okay, ich mach das jetzt mal. Mal gucken. Jetzt stell dich bitte mal hier hin. Im Stehen operieren. Alles klar. Wahaha, hat doch gewirkt. So viel dazu, Medizinische Akademie der HM. What? What the fuck? Was zur Hölle? Was hat das? Hat das jetzt irgendwas gebracht? Irgendwas hat das bestimmt gebracht, aber keine Ahnung. Ach, hier haben wir wieder den Raum. Da geht es auch nicht weiter. Okay, dann würde ich doch mal sagen, wir gehen hier unten lang und schauen mal. Ach nö. Ach nö. Ach nö. Das war jetzt auch schon wieder ganz böse. Anscheinend kann man mit der Waffe die auch betäuben. Ah, aber das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Ja, ich erinnere mich. Manchmal erinnere ich mich. Was ist mit der Kiste? Die ist in Ordnung. Die ist grün, die will ich öffnen. Was bist du denn? Zweitpistole. Halt dir den Rücken frei. Hin war aber hier momentan. Ach nee, das ist passiv. Feuert nach hinten.
Und wieder erweist sich Klebeband als sehr nützlich im Gungeon. Diese nach hinten gerichtete Pistole wurde so bezaubert, dass sie immer zusammen mit der ausgerüsteten Waffe feuert. Ach so, und das ist dann, verschießt dann gleiche Munition. Ja, aber wie oft werde ich das... Moment. Er sagt aber nur einmal Bullet, Gott sei Dank. So. Fasskanone oder das Fass. Ja, dann halt das Fass. Hier haben wir... Kann ich nicht öffnen? Oh, da haben wir noch 9. Da brauche ich wieder so einen goldenen Schlüssel für oder so einen bronzenen. Sieht die Tür anders aus? Ich kann mich da jetzt leider nicht dran erinnern. Aber wir werden jetzt erstmal den Schlüssel suchen, weil ich gerne wissen möchte, wer das denn ist. Das ist voll irritierend, dass der gleichzeitig nach hinten schießt. So, ihr seid Geschichte. Hier laufe ich lang und gehe dann da rein. Okay. Nein! Oh, das ist gut, das ist so stunt. Das ist echt nett. Oh, das irritiert mich voll mit diesen Fischen, die nach hinten fliegen. Ein halbes Herz, gut. Das sollten wir uns mal merken. Da unten ist, ja, Tür. Was haben wir hier? Gott. Also die Waffe ist echt ganz schön stark, dadurch, dass die Gegner so stunnen kann. Es macht es mir für mich schon wesentlich einfacher hier. Die brauche ich eigentlich auch nicht zerstören. Aber mache ich jetzt einfach mal. Da haben wir einen Händler, zu dem wir noch nicht kommen. Das heißt, wir müssen dann oben lang und uns dann rechts halten. Hallo. Wow. Das ist ein irgendwie neuer Raum. Ich glaube, sowas habe ich noch nicht gesehen. Nachladen. Nein. Oh, ja, ich weiche der Granate aus und rolle in die Kugel rein. Soll das ehrlich gesagt nicht sein. Wir haben nicht mehr viel Fische im Magazin oder als Reserve oder wie auch immer. Den Raum hatten wir echt noch nicht. Der sieht auch ein bisschen komisch aus. So. Ich will erstmal hier nach oben. Obwohl, ich wollte ja eigentlich zum Händler. Stimmt ja. Weil ich habe gerade auch den Blick auf die Patronen geworfen. Wir könnten ja schon wieder irgendwas kaufen. Aber andererseits, ich kaufe ja eh erst immer was, wenn ich hier alles entdeckt habe, aufgeklärt habe. So, was bist du? Du bist... Was bist du denn? Gammastrahl, fieses Grün. Wie ihr wisst, das haben wir gegen diese komischen Hegemonie-Marken gekauft oder Münzen oder whatever. Was steht denn hier? Strahl. Dieser alte Laser wird schon seit Jahrhunderten untersucht. Gungeonologen, oh Gott, haben geschlossen, dass er von primitiven Völkern genutzt wurde, um einander durch Strahlung zu vergiften. Ist ja mies. Okay. Die Wand ist... die hat einen Riss, ne? Also, ja. Wunderbar, ein Schlüssel und eine Rüstung und eine olle Kiste. Die harmlos ist noch ein Schlüssel und dann die Leuchtpistole. Ach, das war das, ja. Also so toll fand ich die jetzt nicht. Gammastrahl ist halt die Frage, wie viel Schaden macht der Gammastrahl? Leider können wir uns da unten nicht hin teleportieren, müssen wir alles... müssen wir zu Fuß laufen. So, hier ist der Boss. Okay, der Weg führt da unten lang. Ach, damit habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet. Dann gehen wir doch mal da unten lang. Ja, ich könnte... Ja, okay, das war jetzt zu spät. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee, die Waffe hier so zu benutzen. Also... So... Nachladen, schießen. Es ist eher mal Waffe ausprobieren, ist doch mal eher was für Situationen. Wo, oh Gott, das ist auch noch eine Granate gewesen. Wo nicht so viele Gegner sind. Wenn man noch nicht weiß, wie viel Schaden die Waffe macht, dann wäre es doch eher ratsam, das Ganze mal an einzelnen Gegnern auszuprobieren. Verdammt, noch 20 Schuss, also kann ich die jetzt vergessen.
Die R-Kanone, ja, ganz toll. Ganz großes Kino. Gammastrahl. Ich hoffe mal, hier kommen nicht so viele Gegner. Ja, alles klar. Aber die Waffe hat auch Knockback. Gar nicht mal so schlecht. Gerade wenn da so ein Abgrund im Raum ist. Ja, komm, ich nehme jetzt hier mal Rückenmark AK. Wir werden doch wohl noch irgendwo mal... Gott, ist das irritierend. Das ist ja total... Also, das ist ja... Der totale Wahnsinn. Was haben wir denn da? Kurbelkanone. Ja, 42. Also wir brauchen sonst eigentlich hier nichts. Wir haben auch noch zwei Schlüssel. Das heißt, ich möchte doch gerne für die Waffe hier Ammo kaufen. Wir haben das Fass aufgefüllt. Kurbelkanone können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Schade. Aber vielleicht können wir hier irgendwo noch ein bisschen was. Da ist noch was. Da könnten wir noch was bekommen. Aber erst hole ich mir das halbe Herz. Sicher ist sicher. So. Teleportieren wir uns mal dahin. Hier muss ja auch noch irgendwo der Schlüssel sein. Hallo. Ja, nein. Phil. Ah, verdammt. Dich können wir auch betäuben. Das dann oder was auch immer. Das war glücklich. Nein! Er stand in dem drin. Das war ja voll mies. Da hätten wir noch Munition. Die kommt uns auch ganz gelegen. Ich nehme doch mal, was möchte ich denn jetzt hier noch wieder auffüllen? Die haben alle noch genug. Ja, das lohnt sich nicht wirklich. Ja, komm, nehmen wir die Armbrust. Aber hier gab es keinen Schlüssel. Wo soll denn der Schlüssel sein? Ich teleportiere mich mal kurz hier unten hin. Nee. Findet man denn immer auf der Ebene den Schlüssel für diese, sage ich jetzt mal, Spezialtüren, der man sich befindet? Aber man kann ja eigentlich nicht wieder zurück. Von daher muss der ja hier irgendwo sein. Wir haben aber 49 jetzt wieder. Das ist doch mal ganz gut. Dann würde ich doch sagen, ein halbes Herz. 24, ja. Ja, okay. Sicher ist sicher und so, ne? Uhrenstein. Ja, wäre auch noch eine Option. Ich gebe jetzt hier die ganze Kohle aus, weil wenn ich beim Boss wieder sterbe, war es eh wieder nutzlos, wenn ich da noch Geld übrig gehabt hätte. Die Frage ist jetzt, wo verdammt ist dieser Schlüssel für diese Tür? Wir haben auch nichts... Da muss ja irgendwo noch ein Geheimraum sein oder sowas. Ja. Aber nein, wir lassen das jetzt. Ich gehe jetzt einfach mal zum Boss. Bin ich mal gespannt, wer jetzt kommt. Ach nein, mein Freund wieder. Ich schieße auf die Anaconda mit toten Fischen. Gott, ist das blöd. Weil die Waffe macht ganz gut Schaden, wenn ich ehrlich bin. Ausweichen. Da oben ist irgendwas gespawnt. Verdammt, das war kein Ausweichen. Du bist jetzt stärker geworden. Warum zur Hölle bist du stärker geworden? Vielleicht macht die ja mehr Schaden. Man weiß es nicht. Da hat mich gerade was getroffen. Oh Gott, da sehe ich ja gar nichts mehr. Die Bullet-Kanone könnt ihr vergessen. Das will ich auch nicht. Dann schon eher... Oh Gott. Geht das immer schneller oder
Okay. Verstehe schon. Das ist aber... ich steige da noch nicht so ganz durch bei dem Kampf. Vielleicht sollte ich dann erst die Sachen, die das spawnen, ausschalten. Können wir die denn ausschalten? Wir haben 160 Geld gesammelt und 22 Minuten überlebt. Das ist doch immerhin mal was. So, und nun. Mal schauen. Ach ja, das ist wie bestellt. Das ist echt wie bestellt. Lass ich mich schon wieder so doof treffen. Lauf. Da oben ist noch so einer. Da sind noch zwei von denen. Aber auch hier kommen uns die Bücherregale ganz gut zur Hilfe. Eine passive Art und Weise. Ja, so. Mal nichts wie weiter. Ja, da bist du wieder. Und hier ist wieder so eine komische... So ein Stützpfeiler oder was das sein soll. Halbes Herz. Perfekt. Das war ja schon wie bestellt. Hallo Schlüssel, ich will dich... Ich wähle dich Schlüssel, so oder so ähnlich. Ah, da habe ich mich aber jetzt zu viel treffen lassen. Das heißt zu viel, zu oft. Ja, lauft alle mal hintereinander. Hallo. Oh nein, 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 nein. Warum? Das verdammte Mistvieh hat mich blockiert. Das hat mich geblockt. Machen die das immer? Ich dachte, die schubsen einen immer nur durch die Gegend. Das war schon, ist schon wieder hier. Wow. Jetzt bleib doch mal stehen. Damit ich dich töten kann. Bleib doch mal stehen. Ein Herz noch. Oh Gott. Wenn das so weitergeht, wird das ein neuer Rekord. Negativrekord. Ja, schieß und stirb, genau. Hast du brav gemacht, oh Gott. Irgendwie, ich weiß nicht. Das ist... das ist... Mir fehlen die Worte, ganz ehrlich. Der verfluchte zweite Run, das ist echt... Das ist hier total bei mir verflucht. So, Shop haben wir hier, 20, ja. Ah, will ich ein halbes Herz kaufen? Ich weiß nicht, also, ja, komm, wir müssen das annehmen, sonst ist hier gleich wirklich vorbei. Da ist auch noch ein halbes Herz. Das habe ich erst gar nicht gesehen, aber ich hätte wahrscheinlich sowieso das halbe Herz gekauft. So. Hier ist ein Kamin. Ich sehe bisher noch kein Fass. Doch da oben ist. Oh, jetzt stand ich wieder da drin, weil ich auf dieses. Weil ich das Fass gesucht habe. Bei den Körker. Den Körker. Den Körker können wir. Den Kerker können wir vergessen. Oh, ja. Oh, Mann. Man könnte meinen. Ich mach das mit Absicht. Ich mach das nicht mit Absicht. Das ist eine Kiste. Was bist du? Du lebst nicht. Okay. Schuhe. Schwere Stiefel und ein ganzes Herz. Niedriger Schwerpunkt. Können wir dann schneller laufen, oder wie? Sorgen dafür, dass der Gungeonier sicher steht, selbst wenn große Kräfte auf sie wirken. Ach so, dann sind wir quasi Knockback immun oder bekommen wir weniger Knockback? Noch eine Kiste. Öffnen wir auch mal. Was haben wir denn hier jetzt? Herzflasche. Flüssiges Leben. Ja, kennen wir. Haben wir halt ein Herz mehr, was eigentlich relativ mächtig ist, wie ich finde. Zumindest am Anfang. So. Gehen wir mal hier runter.
Was haben wir hier? Ja, wieder so ein Schnellschuss-Typ. Ihr sollt nicht die Tische umwerfen und euch dahinter verstecken. Ihr sollt einfach nur sterben. Ja, jetzt lade, lade, lade nach. So. Was haben wir denn hier jetzt? Ah, wieder so ein... Ach, diesmal können sie uns nicht... Jetzt können sie uns gar nicht mehr zurückwerfen. Ja, ist ganz okay, so als Feature, aber... Weiß nicht, wie relevant so Knockback-Immunität später noch wird. Ist halt sehr praktisch, wenn diese Viecher in einem Raum sind, wo es Abgründe gibt. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Das war schon wieder doof. Da war schon wieder so eine verirrte Kugel. Sind wir locker ausgewichen. Total locker, wie immer. So, ein halbes Herz, wow. Das ist ja hier. Kriegen wir eine zweite Chance? Was ist mit der Kiste? Noch eine blaue Kiste. Was ist denn hier los? Schädelspeier. Sehr dickköpfig. Selbst im Tod fliegen Kugeln noch. Diese Waffe wurde von Nuigen, dem Verfluchten, aus dem Skelett eines Geschosslings hergestellt, der zu einem Spektralen geworden war. Nuigens Körper liegt noch immer irgendwo im Hohlraum und aus seinem Knochen steigen alle Flüche empor. Alles klar. Ja, es ist gar nicht mal so dumm. Ist halt nur die Frage, wie viel Schaden die macht. Aber generell mag ich ja schon so halbautomatische Waffen. Hauptsache, sie müssen nicht aufgeladen werden. Sonst ist das mir sonst alles so egal. Ja, ich glaube, wir gehen erstmal da unten hin. Weil das der längste Weg ist. So, was haben wir denn hier? Hallo. Hier geht's auch noch weiter. Okay, ja, okay, das geht dann hier wie hin. So. Was haben wir denn hier? Da müsste ja jetzt mal hier, genau, der Boss kommen. Und ich gehe noch mal zum Shop. Dann schauen wir noch mal kurz. Eine Rüstung kostet 25. Wäre durchaus eine Option. Ja, doch. Schlüssel. Nee. Rüstung. Dafür bin ich noch zu schlecht. Wenn ich gut wäre, dann könnte ich zumindest irgendwie mal andere Sachen kaufen. Macht scheinbar auch ganz gut Schaden. Also... Wow, der hat mich jetzt getroffen. Das war aber so nicht geplant. Haben wir den... jetzt wollte ich hier Waffe wechseln. Doch, das ist durchaus machbar. Du bist machbar, Kollege. Oh, es sei denn... Ja, selbst wenn ich mich treffen lasse... Was ich jetzt nicht heraufbeschwören will. So. Haben wir jetzt zwar kein Nichts mehr, aber du bist jetzt dafür Geschichte. Und wir haben auch kein Leben mehr verloren. Das läuft doch erschreckend gut momentan. So, wieder zwei davon. Da ein Herz. Da ein halbes Herz. Was ist das? Das sind Überreste. Und hier RPG. RPG haben wir ja auch gekauft. So, was steht denn hier? Raketengetriebene Granaten ab, die über eine kurze Distanz beschleunigen. Halbautomatisch. Halbautomatisch sogar. Ja, okay. Aber ganz schön lange Nachladezeit. Alles andere hätte mich jetzt allerdings auch ehrlich gesagt gewundert. Ja, ich nehme jetzt... Komm, nehmen wir die Waffe weiter. Auch wenn wir fast keine Munition mehr dafür haben. Ich spekuliere jetzt darauf, dass wir hier mal wieder gleich irgendwo ein bisschen Munition bekommen.
Ach ja. So. Noch 17 Schuss. Ich muss da ein Auge drauf haben, sonst... Oh nein! Oh Gott. 12 Schuss. Oh nein! Aber ein ganzes Herz. Obwohl, das hätte ich vielleicht noch nicht aufsammeln sollen. Ja, das war nicht so clever. Hier ist wieder ein Shop, aber wir haben keine Kohle. Da unten ist auch noch ein Weg. Aber da ist auch ein Teleporter. Das heißt, ich will jetzt erstmal hier oben schauen. Was haben wir denn hier? Ich nehme jetzt einfach mal ein RPG und hoffe, ich spreng mich damit jetzt nicht selbst in die Luft. Und man sollte damit auch treffen. Ach, der schießt zu langsam. Schießt viel zu langsam. Ach, wieso? Ich bin doch gerollt. Was wollt ihr denn von mir? Gott, das war fast zu knapp, aber auch nur fast. Noch mehr spawnende Gegner. Ja, genau. Hallo. Ach du, wieder. Wieder so einer. Im Prinzip muss ich nur immer hier so ein bisschen Position wechseln. Wow. Wie wär's denn jetzt mal mit ein bisschen Munition hier? Das kann doch nicht zu viel verlangt sein, ganz ehrlich. Yay, noch mehr. Aber wenn die aufgeladen sind und uns treffen, bekommen wir Schaden. Oh Gott! Ja, da geht jetzt das Leben hin. Ist erledigt. Dann haben wir hier noch so einen eckigen Blob. Wow, und jetzt stand ich da im Gegner drin. Halleluja, genau. Und da direkt da unten spawnt so ein AK-Gespenst. Geist, whatever. Ja, Geist. AK-Geist dann halt. Hurenstein. Bringt jetzt aber auch nicht so viel. Oh, ich hoffe, du bist nicht lebendig. Nee, Gott sei Dank. Aber wir haben keinen Schlüssel. Wir haben keinen Schlüssel. Das ist doch totaler Murks ist das. So, ich würde jetzt gerne, wäre das zu viel verlangt, einfach überleben. Hauptsache, ich roll nicht in den Abgrund. Das wäre ganz schön blöd. Und ich hoffe, das hört jetzt mal auf zu brennen. Da laufe ich jetzt bestimmt nicht durch. Aber beim Gift war es ja so, man muss da länger drin stehen bleiben. Ist das beim Feuer auch so? Vielleicht, aber ich kann mir das, glaube ich, ich glaube nicht. Also... Nein! So. Das haben wir hier auch alles. Was haben wir denn hier noch? Eine Granate. Oh Gott, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein. Gott sei Dank ist hier nicht mehr gespawnt. Was mit der Kiste? Du lebst auch nicht. Aber wir haben halt auch keinen Schlüssel. Ja, da war ja was. Hier haben wir wieder den Raum. Okay, dann teleportieren wir uns mal hier hin und gehen nach rechts. Was haben wir denn hier? Uiuiuiuiuiui. Nein! Oh Gott! Nein! Glück gehabt, dass der da runtergefallen ist. Ja, verdammt. Ich habe ihn ja noch gesehen am Anfang.
Aber es ging doch ganz gut diesmal wieder. Also ja, ich will mich da jetzt nicht beschweren. 13 Minuten 44 ist jetzt nicht so die Welt, aber für so wie es angefangen hat, bin ich noch ganz schön weit gekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen und über einen Kommentar von euch. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.